So langsam wird es auch außerhalb von Europa ziemlich ernst. Inzwischen hat die Krise weltweit zugeschlagen. Sie hinterlässt sogar enorme Schäden. Wie sich das im Laufe der Zeit entwickeln wird und wie wir in Zukunft leben werden, steht noch in den Sternen geschrieben. In Frankreich, Amerika, Italien oder Spanien gibt es bereits Ausgangssperren. Simon Dessieux und Enisa haben vor ein paar Tagen noch gesagt, dass sie in Dubai leben und davon nichts spüren. Denn sie können am Meer chillen und haben diese Sorgen nicht. Das hat sich jetzt allerdings schlagartig geändert, denn die beiden haben eine Ausgangssperre. Hier erzählt Enisa davon. Ich bin gerade draußen gegangen, weil ich könnte einfach nicht mehr. Und ich musste einfach diese Energie rauslassen. Ich kann nicht atmen gerade. In so 15 Minuten kommt die Sperre, weil die desinfizieren immer noch die Stadt. Und ab 8 hier. Und das ist in für so 15 Minuten. Und ich muss sie jetzt schnell zurückjoggen. Ja Leute, ich kann gar nicht atmen, ich weiß. Wow, I'm so dead. Wie findet ihr die beiden? Und was sagt ihr zu der Ausgangssperre? Ich bin gespannt auf eure Meinung und freue mich, wenn ihr Check the Celeb abonniert, um immer up to date zu bleiben. Bleibt gesund und bis zum nächsten Video.